Willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb und so, ne? Ich habe gerade abgespeichert und wir werden uns jetzt hier an das Relaxo wagen. Und zwar haben wir uns ja eben gerade die Pokéflöte geholt. Relaxo ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. So. Ich möchte dieses Relaxo haben. So. Ich werde nicht Shannon ausrüsten. Fuck. Ach komm, ich schmeiß direkt die Dinger da drauf. Und hoffe einfach mal, dass es... Fängt das schon wieder an. Du hast das Pokémon verfehlt. Alter, Relaxo ist irgendwie 4 Meter groß. Ne? Wie kann man dieses Pokémon verfehlen? Bist du ein Weib oder was? Kannst du nicht werfen? Dankeschön. Wow. Das war ja schwer. Oh. Warum ging das denn jetzt so einfach zu fangen? Bei dem anderen habe ich mir voll einen abgewürgt, ey. Das kann jetzt nicht an dem Pokéball gelegen haben, weil der irgendwie 2 Stufen höher ist. Für Relaxo wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Der ganze Aufwand, ey. Relaxo, Tagträumer. Okay, 2 Meter und 10, aber trotzdem. Das ist 460 Kilogramm schwer. Wie kann man das mit dem Pokéball verfehlen? Relaxo ist ein Vielfraß. Es kann sogar verdorbene Nahrung fressen, ohne Bauchweh zu bekommen. Mmh, lecker. 47. Radweg, gute Abfahrt. Wie, was? Achso. So, jetzt gehen wir erstmal hier oben lang. So, was ist hier? Nix. Hier war ja noch so ein Weg. Da. Guten Tag. Wie bist du nur hereingekommen? Solide Leistung. Krieg ich irgendwas irgendwie? Item? VM zum Beispiel? Oh! There's a house. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemanden davon. Du bekommst auch etwas von mir. Wir haben Fliegen! VM 2 ist Fliegen. Damit kannst du in jede Stadt zurückfliegen. Sie wird dir von Nutzen sein. Imitag! Okay, Pokémon und Glass. Hast du irgendwas? Irgendwelche dummen Attacken, die du nicht brauchst? Wirbelwind, ne? Wirbelwind war, glaube ich, scheiße. Ich guck grad noch mal in meinem schlauen Büchlein nach. Aber es war, glaube ich, so. Obwohl Ruckzuck-Keep könnte man vielleicht noch. Fähigkeit und Attacken. Es. Wirbelwind. Macht keinen Schaden. Ah. Hier steht Wirbelwind. Beendet Kampf mit wilden Pokémon, erzwingt Auswechseln im Trainerkampf. Das ist doch total dumm. Oder gibt es irgendwas, wo das blockiert wird? So. Lars bekommt jetzt Fliegen und dann können wir überall hinfliegen. Item, genau. VM2. Das Lustige wäre jetzt, wenn das Lars nicht erlernen könnte. Aber eigentlich dürfte es nur Lars erlernen können. Und vielleicht noch Shen. Das geht vielleicht auch noch. Christoph. Kann fliegen. Natürlich. Weil Christoph auch so viele Flügel hat, ne? Ah, oh, ja. Ich dachte gerade, Christoph wäre Alex. Okay, macht Sinn. Gut.
Wirbelwind, weg damit. Yay! Kann fliegen eigentlich? Fliegen kann, glaube ich, auch was machen, ne? Ich guck mal gerade. Fliegen! 70! Okay. Sehr nice. Was ist das? Ist das ein Fenster? Ja. Eine Karte. Es wäre cool, wenn es in irgendeinem Haus eine Karte geben würde. Wo irgendwie so eine Schatzkarte das wäre. Das wäre cool. Ich dachte, das wird irgendwie so als Item irgendwie da rumgammeln irgendwo. Deswegen habe ich mir gerade eben voll die Mühe gemacht. Aber wir können jetzt hier mal noch ein bisschen durch das Gestrüpp laufen. Kann ja sein, dass hier noch irgendwie so Special Pokémon sind. Irgendwas, das wir noch nicht haben. Haben wir das? Ein Radikal? Ich glaube nicht. Ich schmeiß einfach mal einen Hyperball drauf. Wir haben ja jetzt noch genug. Weil ich auch so viele verbraucht habe. Ich verstehe auch nicht, warum man dann zum Beispiel den einen Ball nicht wieder aufheben kann. Also der eine Ball, der daneben angeblich geflogen ist. Ich glaube, jetzt töte ich's. Oh! Zack! Wenn es jetzt nicht gefangen wird, dann weiß ich auch nicht. Mit einem Meisterball auf jeden Fall gefangen. Hallo! Das ist ein Drecksradikal. Also, es ist nicht möglich, dass der Meisterball nicht funktioniert, oder? Haben wir es schon? Yes! Nice. Das heißt, wir haben jetzt... Oh, fuck, weiß ich nicht. Radikal, Ratte. 0,7 Meter, 18,5 Kilogramm. Die Hinterbeine dieses Pokémon verfügen über Schwimmhäute. Oh, Schwimmhäute. So kann es in Flüssen jagen. Das wusste ich auch noch nicht. Nö. Nee, das steht hier nicht. Pokédex? Ah, 48, okay. Ich laufe hier noch einmal durch. Hoffe, dass was Besseres als ein Radikal kommt. Ah, ein Dodo. Das habe ich schon. Entschuldigung. Aber Dodos kommen jetzt irgendwie sehr relativ oft. Eine Runde noch. Ein Radfratz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das habe. Wenn ja, habe ich es irgendwann ganz am Anfang gezockt. Also eingefangen. Meine Nase ist jetzt schon wieder so dicht. Ich weiß auch nicht warum. Bestimmt wegen dem Rasenmäher da draußen. Ah, nee, haben wir schon gehabt. Schade, schade. Christoph, ne? Ja, ich vergesse das immer, wer hier was hat. War ich hier schon mal? Ja. Der große Markt. Ich habe Smogon auf der Zinnoberinsel gefangen. Es ist nett, doch wenn man das ärgert, atmet das Gift aus. So, wo ist der wo ist denn der Poké? Oh. Bei dem Mann war ich noch nicht. Alex. Nee, das ist Shen, Alex. Da habe ich nämlich, glaube ich, noch keinen Surfer gehabt. Hallo. Hallo erstmal.
Ich kenne dich vom Sehen, aber ich hatte bisher keine Zeit, dich anzusprechen. Hier, nimm dieses Geschenk. TM41. Was ist das? Weichei. Nur ein Pokémon kann es benutzen. Dieses Pokémon heißt Chanera. Ich hab aber keins. Nun. ja. Na ja gut, aber wir haben was geschenkt bekommen. Wo ist denn hier Pokémon Center? War das nicht hier irgendwo? Da! So, was machen wir denn jetzt? Fliegen wir irgendwo hin, oder? Weil das Blöde ist, ich komme nicht in diese komische Arena rein. Die war ja verschlossen. Aber irgendjemand hat noch einen Shiggy oder ein Bisasam oder irgendwie sowas für mich. Ich habe leider gerade mein Hausaufgabenheft nicht griffbereit, aber ich schätze, dass das irgendwo oben im Norden war. Deswegen fliegen wir da jetzt einfach mal hin. Können's ja, ne? Amoria? Titania? Nach Azuria muss ich, glaube ich, auch noch, weil da oben, wenn wir da nach oben gehen, ist da, glaube ich, dieses Elektrizitätswerk. Dann fangen wir halt einfach Zapdos. Ah, Arktos, genau so hieß das andere. Ich versuch's mir mal mit Marmoria City. Boah, grau. Grau in grau. Was ist das hier? Ah, das ist dieses... Ah. Nee, dann war es doch. Dann war es doch Azuria City. Oder? Ja, ich glaube, hier war das. Aber das Elektrizitätswerk war da nicht da. Oh, stimmt, wir können hier. Ah! Tun sich wieder irgendwelche Sachen auf, irgendwie, wo ich mir gedacht habe, ja, da musst du unbedingt nochmal hin, und dann habe ich es vergessen. So. Klar, hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Hier war doch irgendwo so ein... Hallo, guck mal. Du. Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Dieses gemeine Team Rocket, hör dir an, wie sie wieder verbrennen. Sie haben Schaffler gestohlen und dann... Schweißen, was mit dir? Du bist auch ein Trainer. Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Ich wollte gerade sagen, oh, da unten ist die, aber das ist ja nur mit ihrem Voltobal. Ultraschall, los, jetzt mach schon. Oder war das hier? Ne, ist der Fahrradladen. Ich hätte gern ein rotes Fahrrad. Aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Gott, ich sehe hier... Ah! Bisasam! Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Würdest du dich um dieses Bisasam kümmern? Ja! Tschüss! Was? Also. Wir haben ein Bisasam. Okay, nee, hier Pokédex. Bisasam.
Wieso Samen? 70 cm groß und 6,9 Kilogramm. Dieses Pokémon kommt sehr lange ohne Nahrung aus. Die Knolle auf seinem Rücken speichert Energie. Yay! Wir haben ein bisschen Samen. Ist das nicht wunderbar? So, und jetzt werde ich hier... Irgendwo konnte man doch... Muss ich hier rein, oder was? Kann ich hier hoch? Ja gut, auf jeden Fall werde ich jetzt mal darüber in die Höhle schwimmen. Ich will wissen, was da drinne ist. Habe ich total vergessen, ey. Aber so richtig. Yay, Pokémon mit Level 4. Was war das? Level 14, okay. Ich weiß es nicht. Ach Quatsch, ich will es jetzt einfach fangen. Ich habe ja genug Pokebälle. Ach komm, das ist ein Hyperball. Ich hätte mir das aufschreiben sollen, was ich schon habe und was ich nicht habe. Nee, haben wir schon. Ach, ficken. Habe ich denn schon so Wasser-Pokémon gefangen? Ich glaube nicht, ne? Irgendwie so ein Tentacha oder sowas. Tentoxa. Wer kann denn hier... Lars, nee, Dave, Alex. Jetzt habe ich sie alle durch. Ich kann die Musik nicht nachmachen. Erstmal hier inspizieren. Ich bin hier, um Pilz-Pokémon zu fangen. Dann musst du aber für im hohen Gras stehen. Level 31, da sind wir hier gar nicht so falsch. Finde ich lustig. Oder ist da jetzt in der Höhle vielleicht das... Ach, ich weiß es nicht. Ach, Stärke ist ja auch noch ganz gut, ne? Habe ich total vergessen. Das war für mich total ausgeblendet. Oh, Dave erreicht Level 35. Das ist schön. Das ist schön. Es ist nicht schlimm, mach dir keine Sorgen. Es tat nicht so weh, wie es aussah. Das hat, glaube ich, keinen Sinn gemacht. Egal. So, ich will wissen, was in dieser Dreckshöhle drin ist. Erstmal muss ich hier gegen diese Göre kämpfen. Nee, du bleibst mal schön draußen, Dave. Was ist das denn? Da gefällt mir das andere aber besser. Ach. Immer dieser Fitzel, der da noch irgendwie überbleiben muss, ne? Pokémon sind ja so süß. Okay, da gehe ich jetzt nicht runter, weil da komme ich hier wieder nicht hoch. Deswegen gehen wir erstmal hier Richtung Dings. Einfach gerade sagen, das ist weg. Mit dem Typen werden wir aber erst in der nächsten Aufnahme quatschen. Ha, Cliffhanger. Ja, bis dann.